Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich mal darauf eingehen, wer oder was ist die geistige Welt für mich, denn dieses hat sich enorm verändert in den letzten Jahren. Ich habe begonnen zu channeln, ich glaube, das war 2003 oder 2004. Ich war damals auch auf einem Seminar von der Sabine Sangita, jetzt heißt sie, glaube ich, Wenig. Und sie hat mich unterstützt in meinem Channeln, die Energien, die ich durch diese Schule, durch die ich dadurch bin, gestärkt haben, meinen Kanal gestärkt, meine Sicherheit gestärkt haben. Und natürlich gilt auch einen großen, großen, sehr großen Dank an meinen lieben Mann Werner, der mich auf diesem Weg enorm unterstützt hat und gestärkt hat und immer wieder auch mal geprüft hat, welche Energien sind denn jetzt da, wen channelst du jetzt gerade, kann man diesem vertrauen oder nicht. Die geistige Welt war damals für mich, als ich begonnen habe zu channeln, eingeteilt in Wesen und eben Energie. Wesen waren für mich aufgestiegene Meister, Engel, Erzengel, Elohim, Verstorbene, also Seelen und so weiter. Das ist allgemein Begriff geistiges Wesen. Energien waren für mich damals Energie von Räumen, von Häusern, von Autos, von Plätzen, von Ställen. Ja, auch zum Beispiel ein Pferdestall, als ich noch geritten bin, habe ich verschiedenste Ställe kennengelernt und die haben enorme Unterschiede. Und da habe ich viel gelernt und gesehen von den Energien dieser jeweiligen Ställe. Ein Pferd ist für mich heute noch wie woanders ein Delfin. Also Pferde haben für mich eine Aura, eine Ausstrahlung, ein Wesen, ein Wissen in sich im Umgang mit Energien und Mensch. Unbeschreiblich. Einfach ganz, ganz was Wunderbares, ein wunderbares Geschöpf. Ja, und heute ist das anders. Damals habe ich auch hauptsächlich Saint-Germain gechannelt, Jesus. Jesus, mit ihm habe ich dann ausgemacht, damit ich ihn erkennen kann, soll er sich an meinem Körper bemerkbar machen. Und er hat sich immer an meinen Oberschenkeln bemerkbar gemacht. Da habe ich einen Druck auf meinen Oberschenkeln gespürt oder eine Wärme. Und dann wusste ich, aha, das ist Jesus, ihm kann ich vertrauen, das passt alles. Saint-Germain habe ich immer im Rücken gespürt, der hat mich dann so entweder nach vorne geschoben, was einfach auch so seine Art ist von Saint-Germain, der schiebt einen so richtig nach vor, oder einfach Stütze gegeben und gehalten. Maria habe ich immer vorne gespürt, am Herzen, am Herzchakra und so weiter. Und Räume oder Ställe eben am ganzen Körper. Und ja, heute ist das ganz anders. Heute channele ich nicht Saint-Germain oder Jesus. Heute channele ich mein höheres Selbst. Ab und an noch Plato, je nachdem, wer gerade gebraucht wird. Das ist so zu erklären. Im Grunde channele ich mein höheres Selbst. Aber wenn jetzt sich zum Beispiel Plato meldet oder sich die Energie vorstellt, ich bin Ashtasharan zum Beispiel, dann ist diese Energie wichtig für denjenigen, der zuhört. Er benötigt dann diesen Namen oder diese Energie oder diese Frequenz. Aber da ich ja alles bin, mein höheres Selbst im Grunde alles weiß und zu jedem eine Verbindung herstellen kann,
ist das nicht mehr so wie früher, dass ich diese Wesen unterteile, sondern ja, alles bin und so im Grunde nur in Anführungszeichen mein höheres Selbst channele. Und wenn ich Fragen habe oder etwas wissen mag, spreche ich zurzeit ausschließlich nur mit meiner Seele oder mit Gott, der Urquelle. Das ist mir in letzter Zeit so klar geworden, auch aufgefallen, weil ich diese Unterschiede der Wesen oder auch Unterschiede von Energien nicht mehr so spüre. Kann auch sein, dass du, wenn du feinfühlig bist oder feinfühlig warst, okay, ich lasse das jetzt mal so stehen, du die Energie nicht mehr so spürst, die Wesen nicht mehr so spürst, ja, weil du mehr so wirst und bist, wie sie sind. Aber warum jetzt feinfühlig warst? Okay, darauf gehen sie dann beim Channeling ein. Gut. Ja, weil sich sicher der eine oder andere die Fragen stellt, ja, wer channelt denn Sandra eigentlich oder was sind das für Wesen oder Energien, die da sprechen oder Informationen weitergeben? Im Augenblick ist es mein höheres Selbst. Mein höheres Selbst. Und das ist ganz spannend zu beobachten, wie sich bei mir auch das Channeln verändert. Was weiß ich, was nächste Woche oder in einem Monat sein wird? Keine Ahnung. Nur damit du mal ein bisschen näher über mich und mein Channeln Bescheid weißt. Gut, dann schaue ich jetzt, was an Informationen für dich weitergegeben werden kann. Bis gleich. Etwas Besonderes geschieht mit euch Menschen. Menschsein ist bei weitem nicht mehr das, wie es einst gewesen ist. Neues erfahren, neues Leben, lernen ist eine Herausforderung, das Freude bereiten kann, wenn du dich traust, darauf einlassen. Es ist nicht so, dass Schlimmes geschehen braucht, damit du Erfahrungen sammeln kannst. Es kann auch einfach gehen, liebevoll, kraftvoll für dich in deiner Entwicklung sein. Der Wandel geschieht, so oder so. Die Schleier lichten sich, so oder so. Durchsichtiges für euch Menschen ist gegeben, damit sichtbar wird, was schon lange im Verborgenen ist, damit ihr wacher werden könnt, aufmerksamer werden könnt, nicht mehr fremdbestimmt werden könnt. Die Zeit des Wandels bewirkt Enormes im menschlichen Körper. So ist dieser im Augenblick noch etwas gefordert. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Hier spielen Gedanken eine große Rolle. Die Gedankenkraft von euch Menschen spielt in der Zukunft ebenso eine große Rolle, eine Wichtigkeit. So beachte deine Gedanken. Urteile sie nicht, wie sie sich manchmal dir gegenüber zeigen oder darstellen. Deine Gedanken sind, wie sie sind, nicht negativ und nicht positiv. Lerne dieses. Lerne, dass Gedanken sind, wie sie sind, keine Emotionen sind, aber Emotionen hervorrufen können. Gedanken sind neutral. Im Urteilen wirst du auch immer weniger tun brauchen, und doch ist es auch gut, Unterscheidungen zu treffen. Urteilen
brauchst du nicht mehr. Der Zweck der Sensibilität, der Feinfühligkeit verändert sich von euch Menschen. Ihr braucht nicht mehr so feinfühlig sein, weil ihr immer mehr an Kraft der Entscheidung gelernt habt, damit umgehen. Die Feinfühligkeit hat euch Menschen früher oft gefordert, damit ihr lernen könnt, mit Energien umgehen, damit ihr lernen könnt, in das neue Spüren euch einlassen. Diese Herausforderungen, mit denen könnt ihr schon längst gut oder immer besser umgehen, darum verändert sich die Feinfühligkeit, wird nicht mehr so gebraucht wie einst. Wenn du nun Rückzug benötigst, weil dir vieles zu viel wird, dann tust du dieses. Du brauchst nicht mehr die Herausforderung von deinem Körper, der dir sagt, was zu tun ist. Du folgst deiner Intuition von ganz allein. So kann sich dein Körper, deine Feinfühligkeit auf das Neue einstimmen, das ihr Menschen die fünfte Dimension nennt. Manche von euch, der eine oder andere von euch, ist bereits in der sechsten oder sogar siebenten Dimension, um dann diejenigen, die in der fünften sind, weiterzuführen, Verschiedenstes zu erklären. Du brauchst nichts lernen. Nur Erfahrungen sammeln und wissen, dass du stets schöpferisch tätig bist. Immer bewusster wird dir das schöpferische Tätigsein, das Manifestieren. Hier werdet ihr Menschen euch immer mehr leichter tun und die Welt erschaffen, so wie sie dargestellt wird, bereits schon in lichter Form, wie sie bereits schon existiert. Ihr braucht sie nur noch herholen. Ihr seid schon sehr viele Menschen, die anders sind als die in der dritten Dimension befindlichen oder die, die nicht aufgewacht sind oder erwacht sind. Und das ist gut so. Die anderen werden euch folgen oder diese Erde verlassen, je nachdem, wie sie sich entscheiden und es haben wollen. Deine Entscheidungskraft ist enorm gewachsen. Auch wenn du zu denjenigen gehörst, du glaubst, keine Entscheidung treffen zu können oder dir darin schwer zu tun, eben zu zweifeln, ist vollkommen in Ordnung, denn der eine ist darin gut und der andere Mensch ist darin gut. Dann kannst du dir Beratungen oder solche Hilfestellungen zur Verfügung stellen, dir selbst. Und dein Innerstes ist immer für dich da, dich zu unterstützen. Deine geistige Begleitung ist immer für dich da, dich zu unterstützen. Bei Sandra wandelt sich das. Sandra verändert sich und das ist gut so, wie auch du dich veränderst. Ist dir schon aufgefallen, dass du mit Veränderung besser umgehen kannst, dass du nicht mehr so viel Angst vor Veränderung hast? Schön, dass du dieses sehen kannst. Wir sind, alle die wir sind, eins. Nemiani kamene eleiai, avianekas elesen eremene, oyokotaim aremenei esitai koitam, die Lichtsprache, die jede Seele versteht, jedes Herz versteht, kann dich da berühren, wo du dich berühren lässt. Du entscheidest, du bestimmst. Der freie Wille des Menschen geht stets vor. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Vayosuhe, danke, danke dir. Hallo, da bin ich nochmal. Wie ich gesehen habe, ist das Video dann ab einem gewissen Zeitpunkt eingefroren,
Aber das Channeling kannst du ja trotzdem hören. Ich mag es jetzt nicht erneuern. Das hat sicher seinen Grund, warum es eingefroren oder unterbrochen worden ist. Ich lasse das jetzt einfach ganz so, ganz bewusst so stehen. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe und gib gut Acht auf dich. Bis dann. Tschüss.